Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist der nächste Tag. Aufgewacht in London. Topfit. Ich habe sowas von mega gut geschlafen. Ich bin direkt irgendwie 2 Minuten, nachdem ich mein Handy beiseite gelegt habe, eingeschlafen. Und ich merke gerade, wenn ich atme, da pfeift das bei mir da drin. Ja, okay. Ich werde alt. Auf jeden Fall bin ich jetzt schon fertig gestylt. Heute steht ja Madame Tussauds an und ich habe mir diese Chelsea Boots angezogen, eine Jeanshose und ein schwarzes Oberteil. Jetzt müsste eigentlich jeden Moment meine Mama klopfen. Die hat vergessen, heute den Wecker umzustellen, beziehungsweise die Zeiten umzustellen. Bei mir ist es alles so eingestellt, dass sich alles automatisch ändert, sobald man in ein anderes Land fliegt. Meine Mama schreibt mir heute Morgen WhatsApp-Nachricht: Martina, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe meinen Wecker zu früh gestellt. Wir gehen etwas später zum Frühstück und da klingelt. Nee, es klopft schon. Bist du fertig? Ja, ich bin jetzt gleich fertig. Jetzt geht's erstmal frühstücken. Also das Einzige, was ich vermisse, ist Käse. Es gibt leider keinen Käse. Ist aber nicht so schlimm, wir wollen uns nicht beschweren. Wir werden jetzt schön Frühstück zu uns nehmen und dann sind wir gestärkt für den Tag. Eine Stunde warten, geht's endlich weiter. Wir haben Tickets. Man denkt, das sind echte Menschen und die stehen einfach nur da. Lebenspartner ausgesucht. Er hat gesagt, er heiratet mich, also ich lass es mal durchgehen. Go, girl! So, das nehme ich jetzt nur für die ganzen Kardashian-Fans auf, weil für mich ist das eine blöde. Und deswegen machen wir da kein Foto. Und mit dem Psycho da hinten auch nicht! Deutsche. Habt ihr gewusst, dass Bruce Willis Deutscher ist? Halb Deutscher? Mhm. Richtig, wie klein der ist, ne?
dort manchmal mal hier meine Arbeit, ne? Und hier setze mich zu meinen Arbeitskollegen. Oh, ist er nicht toll? Oh, der ist so klein, ne? Warum ich mir den immer merken kann, der hat mal aus Wut seinen Tennisschläger beim Spiel zertrümmert. Ja, das habe ich als Kind auch immer gemacht. Deswegen ist mir der hier auch, der Nadal, auch sympathisch. Ekelhaftes Stück. Oh, ich liebe ihn. Das ist so ein hübscher Mann, der Robert Downey Jr. Ich finde, er ist der perfekte James Bond, aber es geht ja nicht. Deswegen mache ich jetzt kurz mit ihm ein Foto. Ja. Ready to rumble? Good luck, detectives. Come in, come in, come in. Thank you. Welcome to 221B Baker Street. Thank you. Die hat das Ganze übrigens zustande gebracht. Das ist Madame Tussaud. Die habt ihr vorhin auch schon mal gesehen mit diesem Gesicht, mit diesem Kopf auf dem Tisch. Das ist Madame Tussaud. Na, los ist er. Wessen Arsch ist das, hä? Die Martina schon wieder hinfilmt. Oh, mit ihm will ich ein Foto.
kostet was, ne? 15 Euro. Nee. Ich kann kein Foto mit dem Yoda machen, das kostet was. Mit dir sein. Spürst du die dunkle Macht in dir? Versuch nicht gegen sie anzukämpfen. So, wir sind raus aus Madame Tussauds und sind jetzt erstmal direkt gegenüber zum Essen reinmarschiert. Jetzt essen wir hier Baked Potatoes. Und einen Kaffee mit zwei Espresso. Es hat mega Spaß gemacht. Es lohnt sich definitiv, wenn man da drin ist. Es macht einfach irre viel Spaß, sich mit diesen ganzen Figuren fotografieren zu lassen. Und die sehen wirklich teilweise irre echt aus. Also man geht da rein, man denkt sich, das sind alles Menschen, die gerade eben erstarrt sind und du erschrickst teilweise. Oder wenn du Fotos machst, denkst du, es stehen Leute an. Dabei sind es wieder andere Figuren, die nebendran stehen. Aber wir haben ganz, ganz tolle Aufnahmen gemacht. Weiß nicht, was wir jetzt heute noch machen. Jetzt essen wir erstmal und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. So, wir gehen jetzt zu einem Friedhof. Und zwar ist es der älteste Friedhof in London. Und am Mittwoch macht er zu. Ich glaube, da ist zu. Wir wollten jetzt eigentlich zum Professor Snape, seinem Grab. Jetzt hoffen wir mal, dass wir noch reinkommen. Sind wir zu spät dran, Mama? Wir sind leider etwas zu spät dran. Wir werden jetzt in ein Pub gehen und mal wieder ein Guinness trinken. Wenn ich zurückkomme, werde ich mich erstmal ins Bettchen legen, mich ein bisschen ausholen. Bereits abgeschminkt im Bett. Im Hintergrund läuft mal wieder ein bisschen Country-Musik, damit ich noch ein bisschen abschalten kann und gleich wunderschön schlafen kann, damit ich morgen wieder fit bin für die nächste Tour. Denn morgen steht auch wieder einiges auf dem Plan. Erstmal werden wir morgen früh das Hotel wechseln. Nicht, weil es hier irgendwie schlimm ist oder dreckig oder sonst was. Nein, wir wechseln in das Hotel nebendran. Das ist ein bisschen gehobener. Warum und weshalb wir das tun und warum ich überhaupt in London bin und warum ich meine Mama mit dabei habe, Fragen über Fragen, werde ich euch alles morgen bzw. halt im nächsten Video dann erzählen. Also seid schon mal gespannt. Ich hoffe, euch hat es heute Spaß gemacht zuzugucken. Ich melde mich jetzt ab, werde schön schlafen und